herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein ganz besonders cooles Thema für euch. Es geht nämlich um meine Lieblingsserien, die ich jetzt in der Zeit, wo ihr wahrscheinlich auch zu Hause hockt und ich auch mir gerne anschaue. Es handelt sich dabei um Serien von Netflix und eine Serie habe ich auch von Amazon Prime dabei. Ja, falls es euch interessiert, was ich mir so gerne angucke, bleibt dran und schaut dieses Video. Viel Spaß damit! Ich habe mir hier ein paar Notizen in diesem Buch gemacht und ja, schnappt euch einen Tee. Ich habe hier auch einen schönen Kamillentee. Ich trinke am liebsten Kamillentee. Ja, und los geht's! Die erste Serie, die ich hier aufgeschrieben habe, ist How to Get Away with Murder. Ja, viele von euch kennen diese Serie bestimmt schon. Sie ist sehr bekannt, auch sehr... Also wird halt auch viel auf Netflix vorgeschlagen und ja, ich habe sie angefangen zu gucken, dann haben meine WG-Mitbewohnerin sie weitergeguckt. Ich habe es aber in dem Tempo nicht hinterher geschafft. Jetzt habe ich es auch geschafft, sie weiterzuschauen. Ich bin mit allen Staffeln durch und ich kann sagen, ja, dass sie eine von meinen absoluten Lieblingssendungen ist. Also halt Sendung, naja, nicht ganz Serien. Alles dreht sich um Annalise Keating. Annalise Keating ist eine Juristin und ja, sie sucht sich jedes Jahr oder halt immer in gewissen Zeiträumen so ihre Studenten, die ihr halt helfen in ihrer Anwaltskanzlei. Und sie hat viele Fälle, bei denen die halt auch mit in der Rechtsberatung helfen. Und ja, es passieren viele spannende Dinge. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern. Es hat natürlich viel mit Mord zu tun, sonst würde die Serie ja auch nicht How to Get Away with Murder heißen. Ja, viele Menschen sterben, viel Drama passiert. Ja, falls ihr es nicht so gruselig mögt, ist diese Serie vielleicht nichts für euch, aber wenn ihr es gerne spannend mögt und halt, ja, ich gerne Serien mit Intrigen und Hinterstories und es gibt immer neue Wendungen, wenn ihr sowas mögt, dann ist diese Serie sehr gut für euch. Ja, die zweite Serie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, vielleicht merkt ihr es so ein bisschen, ich bin ein kleiner Krimi-Fan. Es ist in dem Sinne nicht direkt ein Krimi, sondern es ist die Serie Der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel. Ein sehr begabter Schauspieler, meiner Meinung nach. Die gibt es auch auf Netflix anzusehen. Es ist eine deutsche Serie, die ursprünglich, meine ich, für die ARD produziert wurde. Es gab sie auch mal in der Online-Mediathek, jetzt meine ich nicht mehr, aber auf Netflix könnt ihr euch die angucken. Ja, also, der Tatortreiniger, der fährt immer zu seinen Aufträgen. Dort ist in der Regel eigentlich immer eine Person ums Leben gekommen. Es ist viel Blut vergossen worden und er ist damit beauftragt worden, diesen Tatort zu reinigen. Dabei trifft er auch viele verschiedene Menschen. Ja, die in eine Konversation mit ihm treten. Es sind oftmals sehr eigenartige Situationen, die halt auch tief blicken lassen. Es werden verschiedene gesellschaftliche Themen angesprochen. Er ist häufig auch mal im wohlhabenderen Hause unterwegs oder auch in Firmen. In einer Galerie war er auch schon. Es werden ja auch sehr absurde Themen oder Gespräche manchmal geführt, die aber sehr so an der Lebenswirklichkeit noch dran sind, weil Bjarne Mädel, also der Tatortreiniger, spielt halt eine Person, die sehr bodenständig ist und die Dinge sehr pragmatisch sieht, was der ganzen Serie eigentlich quasi den Witz gibt und ich schaue sie mir sehr gerne an. Es gibt Leute, die das nicht mögen, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten. Ja, das nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist ein Film, den gibt es auch auf Netflix, er heißt High Society, ist quasi so ein Klassiker mit Emilia Schüle. Ja, es geht halt so um die Themen, gesellschaftlich, für Unterschiede, arm, reich, ja, ist sehr lustig gemacht, ist sehr unterhaltsam, es ist etwas leichtere Kost, ja. Den Film gucke ich sehr gerne und ich mag ihn auch gerne. Ich habe ihn auch schon ziemlich oft gesehen. Ja, der vierte Punkt, das ist meine Amazon Prime Empfehlung. Das ist die Serie Pastewka mit, ja, von und mit Bastian Pastewka. Er spielt sich ja in dieser Serie selbst. Es ist eine Comedy-Serie. Ich liebe Comedy. Ja, schaut sie euch an. Falls ihr Amazon Prime habt oder ich weiß nicht, wo man sich die sonst noch angucken kann. Einige
Sachen kann man sich ja auch so vielleicht online irgendwo ausleihen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit diesen ganzen Streaming-Diensten. Ja. Der fünfte Punkt und die 5.1, also das sind quasi, habe ich das als einen Punkt zusammengefasst. Das sind beides Filme, in denen Jella Haase mitspielt. Jella Haase spielt ja immer so extremere Rollen, die ja häufig psychische Probleme haben oder gerade Dinge durchgemacht haben, besonders belastende Situationen. Da habe ich einmal die Filme Kidnapping Stella. Der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich habe ihn mir gerne angeschaut. Und dann habe ich auch noch den Film Viel macht Glas. Der hat mir auch gut gefallen, wobei ich dort die Story ein bisschen kurz fand. Also als der Film vorbei war, hatte ich das Gefühl, oh, es ist ja gar nicht so viel passiert. Also er hat mir gefallen, aber der hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie innerhalb des Films noch ein bisschen mehr passiert, so an Story. Genau, das gibt's auf Netflix. Jetzt komme ich wieder zu einer Sache, die ich richtig, richtig krass gefeiert habe, was auch hart war, sich anzuschauen. Das ist eine Miniserie auf Netflix, die heißt Unbelievable, mit der Darstellerin, ich muss mal hier kurz reinschielen in mein Buch, Caitlin Dever oder Den? Nee, nicht Denver. Dever? Dever in der Rolle der Marie Adler. Das sind 8 Folgen. Die Serie kommt aus dem Jahr 2019, wird bei Netflix angegeben und jede Folge geht so 45 Minuten bis 60 Minuten ungefähr. Es handelt von einem Mädchen, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ich möchte jetzt wieder nicht zu viel spoilern. Und ja, Unbelievable, wie der Titel schon sagt, man glaubt ihr nicht. Und in dieser Serie geht es halt so um die verschiedenen Wendungen, wie man dem Ganzen dann so, ja, auf die Schliche gekommen ist oder da weiter ermittelt hat. Und so ihre ganzen Emotionsregungen kriegt man da auch mit. Und was für Unrecht auch ihr angetan wird. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also, wenn ihr euch eine von den Sachen anschauen sollt, dann ist das auf jeden Fall darunter. Ja, jetzt etwas Leichteres. Ein Film, der schon älter ist. Er heißt Cinderella Story mit Hilary Duff aus dem Jahr 2004. Ja, 2004 kommt er. Ja, ein Klassiker. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon. Es ist ein richtiger Mädelsfilm. Ich schaue ihn mir gerne an, auch wenn ich den Film schon kenne. Und ja, ich glaube, so für zwischendrin mal oder auch so für abends als Hauptfilm ist er auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, der nächste Film ist Fractured. Wahrscheinlich spreche ich das gerade falsch aus. Falls ja, verzeiht mir bitte. Fractured ist ein Thriller aus dem Jahr 2019. Es ist ein sehr spannender Film. Ich fand ihn sehr konfus. Es geht um quasi einen männlichen Hauptdarsteller und seine Familie und es passieren ein paar Dinge und ja, also man weiß häufig nicht, also es geht halt darum, was ist jetzt Wirklichkeit, was ist gespielt, also entweder ist er Opfer quasi von, weiß nicht, ob man das Verschwörung nennen kann, aber von ganz schrecklichen Dingen, die passiert, oder er ist der, der gestört ist. Am Ende des Films wird deutlich, was von beiden jetzt halt stimmt und ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das anzuschauen, weil ich zwischen dem Film halt auch immer mal hin und her gezwitscht bin, zwischen den Positionen, was ist jetzt wahr, was ist falsch, hat er recht oder sind alle anderen Leute im Recht? Ja, auf jeden Fall ganz schön spooky, also falls ihr euch gruselt, solltet ihr euch den nicht angucken, aber ja, lohnt sich auch auf jeden Fall reinzuschalten. Als der auf Netflix veröffentlicht wurde, habe ich mir den relativ schnell angeschaut und ich habe es nicht bereut, also schaut ihn euch an. Das letzte, was ich auf meiner Liste habe, ist auch ein Klassiker und das ist nämlich die Serie Charité. Also für alle, die sich ein bisschen für Historie und Medizin interessieren, die kennen diese Serie wahrscheinlich schon. Falls nicht, schaut sie euch trotzdem an. Ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von historischen Serien, aber die finde ich absolut super. Die spielt so in den 1880er Jahren. Ja, es geht um Medizin, es geht um medizinischen Fortschritt, um eine Frau, die studieren möchte und ja, sehr cool.
So, hier habe ich nichts mehr drin. Alles erzählt. Ja, ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, was eure Lieblings-Netflix-Serie ist oder allgemein Lieblingsserie, auch wenn es sie nicht auf Netflix gibt. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Trinkt euren Tee aus. Macht euch eine Wärmflasche. Ich habe hier auch eine Wärmflasche. Ich hole sie mal. Es ist immer schön, mit einer Wärmflasche zu kuscheln. Sie ist tatsächlich noch warm. Ich habe sie mir gerade warm gemacht. Ja, vielleicht habt ihr eine schönere Wärmflasche als ich. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.